Valerie aus Würzburg, hat sich nämlich bei uns ein Vitali bestellt. Genau. Und heute übernimmt sie es. Ein Vitali Modell Tour. Sie hat sich das sehr lange und gut überlegt, denn immerhin, sie ist noch jung und auch noch nicht so reich wie die alten Leute, die dann einfach sich ein E-Bike kaufen, sondern jetzt muss sie sich natürlich zusammensparen. Stimmt. Und ich habe sie als erstes mal interviewt, Valerie habe ich damals gesagt, als sie es dann rausgesucht hat, was hast du denn eigentlich damit vor, mit dem Vitali? Und jetzt sagen sie es doch einfach einmal. Und zwar wohnen wir in Würzburg im Steinbachtal, ist halt 90 Grad Winkel, der Berg hoch, und da muss ich immer Einkäufe schleppen und ich habe ja kein elektrisches Fahrrad momentan. Und da brauche ich einfach, also ich brauche halt ein Fahrrad, das eine Menge tragen kann, Einkäufe etc. und auch meinen Hund transportieren kann und natürlich auch eine große Reichweite haben. Und deswegen wollte ich unbedingt ein E-Bike haben. Also, die Valerie will mit einkaufen, sie will zur Arbeit mitfahren. Genau. Ja, auch ganz wichtig. Ganz wichtig, und man hat es vielleicht schon gesehen, gucken Sie doch mal bitte in die Kamera. Sie ist nämlich verdammt hübsch, weil sie ist nämlich, wie gesagt? Make-up-Artist. Das kann ich gar nicht aussprechen. So das ist sowas wie eine Visagistin im Prinzip. Ah ja. Genau. Und Sie machen nur das oder noch andere Sachen? Ja, hauptberuflich, und ich arbeite nebenbei noch bei einer Firma, die Kosmetik vertreibt. Mhm. Genau, das mache ich auch noch. Also, jetzt rein jetzt mal so jetzt von der Körperstatur her, die Valerie ist wie groß? So, circa 1,60, nicht größer wahrscheinlich. Aha. Und sie hat sich natürlich schon auch woanders umgeguckt, genau. Und hat dann gemerkt, dass E-Bikes, die so sonst im Allgemeinen gibt, ja, dass die relativ groß sind und auch schwer, ne? Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, und wie viel Kilo haben sie? Ach, so um die 43 würde ich jetzt mal sagen. Nee, das ist halt auch nicht viel, gell? Also 1,60 Meter und 43 Kilo, und da kann an für sich so eine leichte, kleine Person so ein schweres E-Bike haben. Halt. Und als ich sie gesehen habe, ich habe sie natürlich auch schon mal mit einem Fahrer lassen, mit einem normalen, genau, aber dann habe ich gesagt, nee, das wird nichts, das wird nichts. Ja, da muss ich auch zu sagen, da habe ich mich recht. Also ich fand es ganz gut, aber ich habe mich auch irgendwie nicht so ganz sicher gefühlt. Also nicht zu 100%, da hat mir noch irgendwas gefehlt. Und das war ja, deswegen war ich ja dann ganz froh, als ich das hier mal ausprobiert habe. Ja, also so. Und es ist ja so, wenn jemand unvorbereitet zu dem Vitali kommt, dann denkt, oh, sind das so ein kleines Rad und das ist ein Koko-Fahrrad, das ist ein Kinderrad und dann solche Dinge. Dort dabei könnte ich auch mitfahren. Und da bin ich immer sehr vorsichtig und einfühlend und stelle dann ganz vorsichtig mal so ein Vitali vor und sage, könnte das eventuell Ihnen auch gefallen? So, und dann haben wir sie draufgesetzt, gell? Yes. So, und stellen Sie sich doch selber jetzt mal den Sattel ein von der Höhe her, so ist er natürlich noch zu hoch. Ich denke, so ist es ganz gut. Okay, jetzt machen wir gerade ein Foto mit. Und wenn Sie jetzt mal draufsteigen, Däde. So hätte sie dann voraussichtlich zum Vorne gut die Sitzposition, ja, und Drehposition. Die Füße kommen gerade noch so auf der Boden. Ja. Würde sie es fertig bringen wollen, ja, da müssen wir gerade mal den Ständer runter machen, oder hoch machen, damit, ja, sie mit dem so, mit dem rechten Fuß jetzt mal auf das rechte Pedal stehe und dann trotzdem noch auf der Seite kann man das Ganze halten. So. Also jetzt sieht man, das Bein ist fast durchgestreckt, aber nicht ganz. Und so hat man als Mensch die optimale Drehhöhe, wenn man auf dem Fahrrad fährt. Ja, wäre sie jetzt in der Stadt unterwegs und müsste ganz häufig anhalten, dann kann man noch den Sattel noch weiter runter machen. Das machen wir gerade noch immer. Also, ich mache das mal dramatisch weit runter. So. Und jetzt kann ich gerade wieder weggehen. Und jetzt könnte sie sogar mit beiden Füßen auf den Boden. Genau. Jo, der Lenker könnte man noch mit anpassen, vorsichtig, das ist ein bisschen runter. Ja, weil da habe ich auch mal das Problem, dass die mir immer viel zu hoch sind, die Lenker. Und dass es halt bloß sich einstellen kann. Das ist eine feine Sache. So, also man sieht jetzt schon einmal, wie praktisch das ganze Vitali ist von der Größe her. Es ist die Proportion, der passt super. Ne? Vom Antrieb, das Vitali hat eine Mordskraft vorne am Motor. Und mit ihren leichten Kilos rast die fliegt ja praktisch dieses Tal hoch, ne, wenn sie da hochfährt. Sie müssen da ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht zu schnell fahren. Also sie werden jedes E-Bike, weil sie da abhängen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm.
Und vor allen Dingen, Sie brauchen auch keine Tretkraft aufzubringen ins Pedal, ne? Sondern es genügt, wenn man hergeht und fährt dann mit Assistunterstützung oder mit dem Drehgriff. Das stimmt. Einfach leicht drehen und dann saust das Ding durch. Ja, dann hat sich die Valerie die Farbe rausgesucht und das Design. Da sagen Sie jetzt mal was dazu, weil Sie kennt sich ja aus mit Schönheit, gell? Also, wie sind Sie auf die Idee gekommen mit Braun? Das war ja erst das Vitaly Country, stand ja erst in Frage. Das ist ja so ein beiges, das ist auch sehr, sehr schönes Fahrrad. Und ich habe dann überlegt, ich will halt irgendwie auch was Schwarzes, Schlichtes einfach haben. Aber trotzdem halt dann auch diese braunen Griffe und eben diese braunen Ledersitze, das war mir irgendwie wichtig. Es macht halt was, einfach was her, finde ich. Und ja, da hatte ich ja das Glück, dass man das dann so für anderen hat dürfen können. Ja, also mir tue ich schon Wünsche wahrnehmen und auch anstemmen und versuche das dann umzusetzen. In dem Fall war es relativ einfach. Wir haben einfach das schwarze Modell Tour genommen und habe dann braunes Dekor aufgebracht, braune Griffe und ein braunes Seil. Da damit hat man so ein bisschen so Vintage, sagt man, glaube ich. Ja, so sehr stimmig. Genau. Das ist jetzt wieder englisch. Ja, toll. Dann die Achtgangschaltung. Macht vielleicht auch durchaus Sinn, wenn sie mal schnell fahren will. Also die Vitaly, wenn man die Valerie, wenn man die mal auf dem Radweg begegnen sollte, ich glaube nicht, dass ein normales E-Bike da hinterherkommt. Mhm. Also sie ist leicht und dann läuft das Ding wirklich gut. Also sie wird dann da durchzischen. Ja, das habe ich ja schon gemerkt. Also kann man nichts sagen. Und sie hat jetzt also die Achtgangschaltung, das bedeutet, mit der Achtgang kann man auch mal schnell der Berg runterfahren, wo sie durchaus mutig auch ist dazu. Ja, auf jeden Fall. Dann, was haben wir noch berücksichtigt? Pannensichere Reifen, denn die Valerie, wenn sie dort durch Würzburg fährt, dann hauen da manchmal so lustige Leute irgendwelche Flaschen auf der Bord. Ja, das soll ja rechtzeitig zur Arbeit kommen. Genau. Man bedenke übrigens, sie fährt zur Arbeit, gell? Also nicht mit dem Auto und nicht sonst irgendwie, sondern ist da selbstfahrend. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hat sie noch Wünsche geäußert, und zwar in Form von Halterungen, die sie braucht. Das zeigen wir jetzt mal gleich. Aha. So, jetzt kriegen wir das mal auch so ein. Tschuk. Und was kommt denn da zum Vorschein? Hündle. So, und jetzt sehr behündlich, gell? Genau, drei sogar. Und welche? Wir haben zwei Jagdhunde und einen kleinen Zwergspitz, der auch reinpassen würde. Okay, und Jagdhunde? Genau. Geht ihr auf die Jagd? Jein. Also der Vater von meinem Freund, der Opa von meinem Freund ist ja Jäger. Und daher kommt so ein bisschen das Interesse daran. Ah, ja. An Waldjagd und Hund. Ich glaube, ich sollte jetzt immer den Freund oder auch den Verlobten vorstellen, weil wenn sich jemand hier den Film anguckt, nicht, dass er sich falsche Hoffnungen macht und du dann dort die Valerie dort die ganze Zeit immer so anstupst oder was macht man da? Kommen Sie mal wieder her. Sie, Ihr Name ist? Leon. Der Leon. Also der Leon, ne, das ist jetzt da der Verlobte, der hat also schwere Absichten, mal die Valerie zu heiraten. Genau. Also Leute, ihr seid im Moment chancenlos. Ihr dürft natürlich die Sache mal beobachten, wie sich das entwickelt. Bringt aber leider nichts. Aber beobachten darf man. Ja. Genau. So, dann haben wir noch ein Körbchen für hinten drauf. So, wir stellen es mal gerade wieder quer, dass die Leute es besser sehen. Weil, wenn sie nach Würzburg fährt zur Arbeit, will sie natürlich auch gleich einkaufen. Genau. Also weg vom Auto. Die jungen Leute, die haben das kapiert, nämlich so wenig wie möglich Auto fahren. Auf jeden Fall. Ja. Das ist wichtig. Welche der Parkplätze schon einmal in Würzburg und überhaupt. Und sie kann jetzt hergehen und kann praktisch beide Taschen benutzen für die Einkäufe. Also wenn Hündler dann zu Hause ist, Hündler komplett. Dann, was wollen Sie alles neu tun? Jegliches Obst und Gemüse. Das ja, tun wir sie also dünn. So, das vergessen. Fleisch, sagt man nicht bei Fleisch. Fleisch gibt es dann nicht. genau, und Einkäufe generell, auch wenn ich mal Besorgungen machen muss in der Stadt, also Geschenke etc., dann ist es praktisch, wenn es beides befüllen kann. Also schon ganz gut. Ja. Schön.
Also haben wir eigentlich jetzt alles. Das Schloss haben wir noch hinten gemacht, ja, das ist genau, wichtig. Genau, auch ganz wichtig. Damit die Schnelle mal abschließen kann und auch an etwas hin, da haben wir auch eine Kette. So, die steckt dann kurz rein und schließt irgendwie an. Weil so Vitali ist ja auch leicht. Und man könnte das Rad, auch wenn es abgeschlossen ist, einfach mal mitnehmen und zusammenfalten. Ach ja, zusammenfalten. Habe ich Ihnen schon erklärt, wie es funktioniert? Ja. Aber man weiß nicht so richtig. Also dann zeige ich es jetzt kurz nochmal. Also ich denke, es ist nicht so schwer. Nö, es geht leicht, wenn man weiß wie. So, tun wir gerade mal mit dem Korb zurück. Okay. Man fängt an, indem man den Lenker hier öffnet, den Lenkerverschluss. Das geht jetzt noch ein bisschen schwer, das ist am Anfang so. Und lege ihn dann da so an, dass ich sie jetzt zum Sport mache. Ja, also das schwarze Riechele, genau. Das schwarze Riechele hoch und dann gleich kann ich nach vorne kippen. Ja, sie hat so dünne Finger. Also ich probiere es noch. Ja. Es geht wirklich gleich. Wenn man hergeht, dann macht er so hoch und dann schnallst du schon von der Lauf. Ah, jetzt geht's. Jetzt und dann nach vorne. Also wenn nicht, stelle ich das nachher etwas leichter. Ich stelle es leichter. Da braucht du übrigens einen 13er Schlüssel. So, aber und dann man sieht ja, wie es funktioniert. Genau, und hier kann man dann diese Mutter, die kommt, hoppla. Upsala. Falls am besten. Okay, und jetzt kann man hier diese Mutter, die kann man etwas öffnen, vielleicht eine Achtelumdrehung. Und dann tut sich diese Spannung, die man jetzt gerade draufgegeben habe, etwas reduzieren. Genau. So. Man weiß, es ist sicher. Mhm. Festgemacht ist, ne? Ja, ja. Dann die Pedale. Da steht zweimal Push drauf, das ist ausländisch und heißt so viel wie Drücke. Und dann kann man das einfach so runter machen. Probieren Sie es mal. Ja, geht. Den Sattel könnte man jetzt zum Beispiel ganz runter machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch schon einmal eine Faltgröße, wo man dann das Vitali mitnehmen kann, zum Beispiel im Zug. Das ist auch ganz wichtig für mich vor allem. Weil? Weil wenn ich mal Aufträge in Berlin oder so habe und da haben wir auch eine Ferienwohnung, da nehme ich das mit ins Auto oder mit in den Zug und fahre dann dort in Berlin rum. Also das ist sehr praktisch. Da muss man nicht zahlen für Bahnticket, für Auto generell, Parkhaus etc. Deswegen ist es praktisch, dass ein Klapprad auch noch ist. Ne? Das hat man auch nicht so oft bei einem E-Bike. Ja, und in Bayern ist es ja so, da müssen noch heutzutage die Fahrrad- und E-Bike-Fahrer müssen da sogar eine Karte lösen, wenn die im Zug fahren. Das ist ja, aber nicht mit dem Rädel, weil es ist ein Faltrad und dadurch ist es ein Gepäckstück, wo man dann einfach falten kann und das wird akzeptiert. So, und jetzt hat man es zusammengefaltet. Wir haben sogar noch einen Spanngurt, wo man das Ganze jetzt zusammen machen kann. Also da ist normalerweise, ist der immer da hinten am Gepäckträger dran. So. Und man hängt den jetzt einfach darüber aus, und zwar an der inneren Seite. Geht um das Ganze rum und hängt es wieder an den Gestänge rein. Und jetzt, sieh da. Ist es schön kompakt zusammengemacht. Probiere es mal zu heben. Es ist allerdings jetzt, ich mache, ne, der Akkuschlüssel fehlt gerade, ich mache jetzt mal den Akku, lassen wir mal drin. Sie konnte es. Sie konnte es. Wobei das halt jetzt mit diesem schweren Schloss und mit diesem Akku hat es bestimmt 3, 24 Kilo. Das wäre ja schon mal die Hälfte vom Körpergewicht. Also ich habe im Moment 95 Kilo. Das wäre so, als ob ich es über 40 Kilo hochgewucht hätte. Ich glaube, die Valerie ist stärker. Also mich im Prinzip fast. Ja, ich glaube, sie ist stärker. Also so im Verhältnis halt. Ja, da machen wir es gerade wieder auf. Also hier aushängen. Und jetzt gucken wir nochmal. Probieren wir es jetzt mal zu falten. Okay. So. So, genau. Ja, also von da nehmen wir es. Ah, perfekt. Ja, bei dir sieht es schon viel leichter aus. Aber noch, du kommst, das ist gut. Genau, dann kann man den Sattel ja auch wieder holen. So schnell geht's. Ja, bei dem Sattel machen wir das so.
Wir stellen nachher nochmal die optimale Höhe fest zum Form. Und da mache ich hier eine Körpermarkierung und da kann man es immer rein ausmachen. Er könnte jetzt zum Beispiel auch sich den Sattel so einstellen, dass er sagt, ja, ich will auch mal. Komm, das probieren wir mal, setzen Sie sich mal drauf. Und das machen wir mit der Länge ein bisschen hoch. So, stellen Sie sich jetzt mal kurz wie hier. Wir sind bestimmt erst. Oh, fast so. So, ja. Ja, dann machen wir noch höheren Sattel. Also. Da gibt es übrigens eine Markierung. Jetzt ist noch mal. Da gibt es eine Markierung. Ja. Diese hier. Ne? Das ist die maximale Auszugshöhe. So. Das immer ja, also obwohl er so lange Beine. Ah, ist so hoch jetzt. Ne? Ja. Jetzt guckt man sich das einmal an. Also ne? Auch solche Paare dürfen zusammenkommen mit solchen Körperunterschieden und ein Vitali vorn, es funktioniert. Sehr gut. Perfekt. Wer hat noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Valerie darf jetzt sich freuen und wir verabschieden uns jetzt bei Ihnen, die bis hierher zugeguckt haben. Und ich denke, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und gucken Sie mal, ich habe den Hinweis noch gemacht auf dem Video dann da unten dort auf YouTube. Da kann man sich nämlich mal die Internetseite von der Valerie angucken und vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, schon von ihr schminken zu lassen. Also dann, tschüss! Tschüss.